herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Zum ersten Mal nahmen wir von der aktiven Einsatzgruppe Radebeul Kitchenbruder an einem Wettkampf Löschangriff Nass teil. Dieser fand zeitgleich mit dem Wettkampf der Jugendfeuerwehr am Samstag, den 10.09.2022 in Zabeltitz-Treugebühler statt. Für den Aufbau auf dem 2x2 Meter begrenzten Plateau hatten wir 5 Minuten Vorbereitungszeit. Die Kupplungen wurden so nah wie möglich und so weit weg wie nötig voneinander positioniert, sodass sie sich nicht berühren. Danach begaben wir uns zur Startlinie und der Startschuss fiel. Wie vorher ausgemacht, kuppelte jeder von uns seine Schläuche zusammen und verfolgte anschließend seinen weiteren Ablauf. Gern kann ich für euch ein extra Video dazu machen, in dem ich den Ablauf sowie die genauen Aufgaben der einzelnen Läufer erkläre. Die Zeit wird gestoppt, sobald die zwei Zieleinrichtungen am Ende der Laufbahn mit jeweils 10 Liter Wasser gefüllt sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und bleibt fasziniert!